Teppichcurling, ganz neu in Deutschland, kommt ursprünglich aus Schweden. Wir sind die Hilfswerksiedlung GmbH, ein Wohnungsunternehmen in Berlin. Und das ist ein neues Geschäftsfeld von uns. Wir freuen uns, dass wir das jetzt neu auf dem deutschen Markt einführen können. Und jetzt heute das offizielle Start von Deutschland bewegt sich mit der Barmer GEK, den ZDF und Bild am Sonntag zusammen hier das Teppichcurling vorstellen können, wie Sie auch im Hintergrund sehen. Und somit Deutschland bewegt sich im Teppichcurling-Fieber. Und Sie sehen ja, der Andrang ist groß, wird super angenommen. Es kommen jeden Tag immer mehr Leute. Erst ein bisschen skeptisch vielleicht. Und sobald Sie gefragt werden, wollen Sie mal ausprobieren, sind Sie mit dabei und sind angesteckt vom Fieber. Teppichcurling ist wie Eisstockschießen eigentlich. Vom Prinzip her, die Regeln sind ein bisschen anders. Es spielen immer zwei Teams gegeneinander, gelb gegen blau. Und derjenige gewinnt, der am Schluss am meisten Punkte hat.